wir sind hier in Frankfurt. Wir duzen uns ja, ja. Bei Karin, Frau Dr. Bender-Gonza vorbeigekommen. Der Fabian hat mich abgeholt in Karlsruhe, wohnt er nicht weit weg von mir. Wir sind ja zusammen hergefahren und wollten einfach mal ein schönes Gespräch führen in so einer Dreierrunde über diverse Themen, größtenteils naturheilkundlich, vor allem über Zahnhygiene, Zahnmedizin, einige tolle Produkte, die es gibt. Und ich denke, einige werden uns kennen, die jetzt auf unseren beiden Kanälen dann das Video sehen. Aber viele sicherlich auch nicht, deswegen wollen wir uns vielleicht ganz kurz vorstellen. Fabian, du kannst vielleicht ein bisschen kurz sagen, ja, was du machst. Bist ja quasi der Mitbegründer von Lebenskraft Pur. Genau. Erzähl mal kurz. Genau, ja. Also ich habe vor ungefähr 4 Jahren Lebenskraft Pur gegründet und der Ursprung war im Prinzip so, dass ich schon immer in meinem, seit Jahrzehnten fast schon, immer selber diverse Superfoods und so weiter immer selber zusammengemischt habe und mir da spezielle Mischungen gemacht habe, um eben gewisse Themenbereiche zu unterstützen. Und und irgendwann war es so, dass ich mit diesen Pulvern zu meinem Heilpraktiker gegangen bin und der fand die dann so gut, dass der für seinen eigenen Patienten wollte. Okay. Und das war so die Idee dann und der Ursprung hinter Lebenskraft Pur. Warum, oder ne, wie ich darauf gekommen bin, dass diese Mischungen quasi auch für andere Leute sinnvoll wären. Und das war eigentlich so die Geburt, sage ich schon mal, von Lebenskraft Pur. Und dann habe ich über den Heilpraktiker auch noch den Jürgen Kahr kennengelernt. Das ist der andere Mitgründer. Und dann haben wir uns eben zusammengetan. Der Jürgen Kahr ist Pharmareferent in der Naturheilkunde, hat natürlich auch ein extrem breites Wissen, da er in ganz Europa unterwegs ist und da die verschiedenen Heilpraktiker und naturheilkundliche Therapeuten betreut. Und so hat es angefangen. Genau, da kommen wir dann später nochmal dazu, was noch alles gemacht wird, auch gerade im Zahnhygienebereich. Die Karin kann ich auch nochmal kurz vorstellen. Ich kann nur sagen, sie ist Zahnärztin, die naturheilkundlich und vor allem holistisch arbeitet. Was es genau bedeutet, kannst du vielleicht kurz zusammenfassen. Genau, also ich habe diesen Namen holistische Zahngesundheit entwickelt oder nicht entwickelt, ich habe es einfach ausgewählt für die Beschreibung meiner Tätigkeit, weil ich mich abgrenzen wollte von dem ganzheitlichen. Also ganzheitliche Zahnheilkunde gibt es auch als Zusatzqualifikation. Das ist etwas, was viele Zahnärzte als Schild auch an der Praxis hängen haben, aber das unterscheidet sich noch eigentlich in einem großen Umfeld von dem, was ich tue. Also ich bin, sage ich gerne, noch einen Zacken schärfer. Okay. Also es geht noch mehr ins Eingemachte. Bei mir geht es wirklich darum, dass wir wieder uns zurückbesinnen, dass Gesundheit immer auf 3 Ebenen stattfindet, also Körper-, Geist- und Seelenebene. Und dass wir bei jedem Symptom, das sich entwickelt, eben alle 3 Ebenen versuchen zu analysieren, zu erkennen, die Sprache sozusagen zu entschlüsseln und dann das Ganze auszubalancieren. Also darum geht es im Grunde nur. Es geht nicht darum, Dinge wegzuschieben, wegzudrücken, damit sie nicht mehr sichtbar sind oder spürbar sind, sondern wirklich um holistische, also wirklich komplette Heilung. Da geht es dann auch teilweise in Bereiche hinein, die, als ich noch in der Praxis tätig war, also ich habe 2014 mit meiner Praxistätigkeit aufgehört, weil eben viele Dinge sich in der Praxis nicht realisieren ließen für mich, weil es da eben auch bestimmte Vorgaben gibt, die einem nicht so die Handlungsfreiheit oder mir nicht so die Handlungsfreiheit gegeben haben. Und viele Dinge, die ich heute in meinen Kursen oder Beratungen anspreche, die haben schon auch etwas zu tun mit, sage ich mal, Spiritualität, mit der geistigen Ebene. Und das habe ich früher als Schulzahnärztin eben oft als unwissenschaftlich abgetan. Okay. Ja? Und insofern war für mich der konsequente Schritt, einfach rauszugehen aus dem zahnärztlichen Alltags, aus der zahnärztlichen Alltagsroutine, auch wenn die schon sehr naturheilkundlich orientiert war. Und dann hatte ich mehr oder weniger die Möglichkeit, eben auf allen 3 Ebenen sozusagen
zu spielen. Das heißt aber auch, dass du jetzt, vielleicht meinen das jetzt viele, wenn man sobald mal holistisch arbeitet, dass man dann das Schulmedizinische gar nicht mehr mag und damit gar nicht mehr arbeiten könnte und alles verteufelt. Ja. So ist es eben bei dir nicht. Holistisch heißt ja Körper, Geist und Seele. Und auf Körperebene müssen wir einfach gucken, da gibt es verschiedene Dinge, die wir einfach auch behandeln müssen. Mhm. Und natürlich ist ein Großteil meines körperlichen Heilungsansatzes die Ernährung. Ja? Superfoods zum Beispiel sind da auch ganz wichtig. Aber es ist natürlich auch die Zahnpflege, eine essentielle Säule dieser Ebene. Also deshalb auch die Produkte, die wir gemeinsam entwickelt haben. Ja. Aber auf der anderen Seite gibt es auch natürlich Situationen, in denen muss aufgebaut werden, muss repariert werden. Und da kommen wir um die schulzahnmedizinische Therapie nicht herum. Mhm. Ja? Und für mich heißt holistisch, dass ich alles, was ist, nutze, aber individuell anwende. Also nicht sozusagen ein Standardprogramm aus der Schublade ziehe und sage, so Patient X kriegt eben Standardprogramm 1, Patient Y kriegt 2, sondern dass ich wirklich gucke, okay, was steckt dahinter, was braucht der Patient, wie weit können wir mit der oder der Maßnahme gehen, und insofern verteufle ich keinesfalls die Schulmedizin. Ich verteufle nur dieses über einen Kamm scheren und eben nicht individuell betrachten. Das ist ja auch dieses Thema Herangehensweise. Ja. Also oftmals ist es mal so, dass man viel dann an den Symptomen herumbastelt und versucht dann, wenn da jetzt beispielsweise ein Loch im Zahn ist, das zu reparieren, aber zu gucken, wieso kam es dazu, welche Ursachen gab es und kann ich diese Ursachen ursprünglich schon mal angehen, damit es nicht wieder auftritt. Das ist, glaube ich, so ein wichtiger Ansatz. Absolut. Und was ganz wichtig noch ist, abschließend, ist, dass ich mich immer mehr aus der Verantwortung herausziehe als Spezialistin und ich im Grunde die Menschen, die sich interessieren für die holistische Thematik, eben in die Selbstverantwortung begleiten möchte. Ja? Also ich gebe ihnen Informationen, durch die sie selber in der Lage sind, zu analysieren, was bedeutet das Symptom jetzt für mich? Warum ist das Symptom gekommen? Und dann auf diesen Ebenen schon selber Dinge verändern können. Sprich Ernährung. Ja, also das muss jeder letztlich selber machen. Das heißt, das Holistische funktioniert nur, wenn der Patient sich nicht zurücklehnt, sondern wirklich bereit ist, auch diese neuen Informationen, die er bekommen hat, von dir oder von anderen, dann auch quasi umzusetzen oder sich entsprechend auch weiterzuentwickeln. Vielleicht nochmal selbst zu recherchieren, nochmal was Neues zu erfahren und so weiter. Ja, genau, das ist der Kernpunkt. Also im Grunde jeden in die Selbstverantwortung zu begleiten und ihn zu unterstützen. Und da, wo man nicht mal selber agieren kann, zum Beispiel an dem Punkt, wenn repariert werden muss, oder ich meine in deinem Fall, chirurgisch muss der Arzt auch immer noch tätig werden, das kann der Patient nicht selber machen. Ja. Also das wird... Sehr zu empfehlen. Er kann es probieren, aber ob es dann gut geht. Im Grunde, dass man tatsächlich, also ich vergleiche das immer gerne auch in meinen Kursen, sage ich, dass der Patient der Lenker seiner Gesundheit wird und dann die Experten einsetzt. Genau, also so wie wenn meine Toilette verstopft ist, rufe ich eigenverantwortlich den Klempner an und sage, bitte mach mir die Toilette sauber mit einer Spirale oder was weiß ich. Und so wünsche ich mir, dass das eben der Experte so ein bisschen von seinem Podest runterkommt, der Patient ein bisschen weiter sich dem Experten annähert und dann auf Augenhöhe auch Gespräche stattfinden können. Also, dass sich nicht gleich der Kollege angegriffen fühlt, wenn der Patient sagt, ich hätte vielleicht gerne eine andere Lösung. Ja, also. Und es macht auch dem Therapeuten mehr Spaß, wenn man jetzt nicht quasi irgendwo bei Null anfangen muss und keine Lust sieht bei dem Gegenüber, sondern auch ein gewisses Interesse sieht, dass derjenige wirklich bereit ist, das aufzunehmen, sich darüber Gedanken zu machen, vielleicht auch mal selbst irgendeinen Einwand noch mit einzubringen, neues Thema aufzuwerfen und so weiter. Ich glaube, auch für dich ist es, glaube ich, ganz spannend, wenn dann Kunden eben... nicht bei Null anfangen, sondern auch so ein bisschen Informationen haben und mit dir dann auf einer gewissen Ebene kommunizieren können. Genau. Und sogar letztlich dann auch Impulse bringen können. Ja. Das geht ja sogar noch weiter. Ne? Also es ist ja nicht nur so auf Augenhöhe, kann ja auch mal sein, dass sich ein Patient oder Kunde mit einer Sache so dermaßen auseinandergesetzt hat, dass es sogar in einem Bereich einfach mehr weiß. Ja. Passiert ja auch. Also wir sind ja alles Und Feedback zu geben. Also du behandelst jemanden oder gibst ihm irgendwelche Nährstoffessenzen, dann möchtest du natürlich auch wissen, wie kam es an?
Hat es geholfen? Wie hat es geholfen? Genau. Und es gibt Leute, die dann eben nicht so richtig drüber nachdenken, was ist jetzt bei mir passiert. Und es gibt Leute, die dann sehr schön dieses Feedback geben können. Und das bringt uns ja dann auch wieder so sehr viel. Genau. Richtig, wir entwickeln uns dann quasi mit. Genau. Richtig, ja. Daraus entstehen dann ja wiederum auch Produkte. So war es ja zum Beispiel auch, kommen wir später noch drauf. Ja. Aber so entstehen ja auch Dinge. Ja. Also und durch dieses Miteinander. Ja, wir haben auch bei dem Vorgespräch jetzt mit Fabian, haben wir schon angesprochen gehabt, warum ich jetzt Lebenskraft pur zum Beispiel ganz besonders finde, weil da einfach ein bisschen mehr, habe ich das Gefühl, nachgedacht wird als vielleicht bei einigen anderen Herstellern. Vielleicht kannst du mal herausstellen, was das Besondere an Lebenskraft pur ist. Also es ist, glaube ich, auch die Kombination so ein bisschen aus dem Jürgen und mir. Also ich mache so, also ich bin ja eher in dieser Nährstoffessenz oder sagen wir mal in dieser Superfood-Schiene, vegetarisch und so weiter unterwegs. Der Jürgen ist schon lange dabei, hat dieses ganze alte Wissen auch noch. Mhm. Also das ist so diese Mischung auch so ein bisschen aus dieser holistische Ansatz einfach. Ja. Also wer kommt da so zusammen? Das ist, glaube ich, so die Essenz davon. Oder warum eben dann auch die Rezepturen besonders sind und so weiter. Das ist der holistische Ansatz. Und gleichzeitig halt gepaart auch noch mit diesem, naja, eben nicht diese typische Unternehmenskultur, sondern mehr eben noch wirklich Familienunternehmen, eher menschlich. Ja. Also nicht nur Business, sondern einfach auch menschlich das Ganze zu haben. Ja. Das ist, glaube ich, so diese Kombination aus diesen Punkten ergibt sich im Prinzip so. Und ihr seid auch bereit, quasi auch mal neue Sachen quasi auf den Markt zu bringen, wo ihr einfach davon überzeugt seid, dass diese Kombination zum Beispiel passt, auch wenn es bisher kein anderer hatte und es noch nicht wirklich klar ist, wie gut, wie schlecht kommt es beim Kunden an. Genau. Aber ihr habt eben recherchiert, ihr wisst, das und das hilft bei jener Problematik und ihr seid dann eben mutig genug, das auch entsprechend dann so herzustellen. Genau, richtig. Ja. Genau. Und können wir vielleicht mal kurz, oder ihr berichtet einfach mal, wie ihr euch jetzt kennengelernt habt, wie ihr zueinander gefunden habt, dass wir das auch verstehen. Ja. Fang du an. Ja, also ich hab die Karin schon, ich glaube, relativ von Anfang an schon verfolgt. Also, ich glaube, ganz am Anfang schon. Im Internet. Ja. Also, nicht vor der Haustür. Nein, im Internet, den Kanal verfolgt, ja. Und und fand es immer gut, also deine Arbeit, also auch dein holistischer Ansatz. Und es war auch sehr besonders, weil ich glaube, du warst mit einer der ersten auch mit dem Arman zusammen, auch die einfach von der Schulmedizin kommen und auch diesen naturheilkundlichen Ansatz mitbringen, also da auch verstanden haben einfach und dass das vielleicht Sinn macht, das ganzheitlich zu betrachten und nicht nur das eine oder nur das eine, sondern ganz. Und das fand ich von einfach an gut und irgendwann haben wir uns einfach mal zusammen telefoniert. Du hast mich, glaube ich, angeschrieben. Oder angeschrieben. Du hast meinen Kommentar geschrieben und irgendwie. Ja, genau. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht mehr ganz genau, wie das ist im Nachhinein immer sehr schwierig zu sagen, wie ist das überhaupt entstanden. Das war irgendwie so ein Aufbauen. Ich glaube, du hast mal irgendwas geschrieben, darauf habe ich dann geantwortet und dann kam dann einfach eins zum anderen, ein Gespräch auch irgendwann zustande und dann habe ich deine Produkte probiert. Stimmt, dann habe ich dir das Orchesterpaket geschickt, das hast du probiert. Genau. Und, und da war ich eben sofort total hin und weg, weil die Produkte eben in Glas verpackt sind. Und ich hatte vorher schon ziemlich viele Anfragen, ich weiß nicht, ob dir sowas auch dann öfters mal passiert ist, Firmen dich anfragen und sagen, ich möchte gerne Produkte entwickeln. Genau, und dann habe ich aber immer wieder von denen dann in Plastikverpackungen irgendwelche Probeprodukte gekriegt. Und dann habe ich mal gedacht, nee, also das passt zu meinem Konzept eben nicht. Und als ich Glas gesehen habe, da war für mich schon so, da war ich schon ganz hin und weg. Und dann, als ich dich eben, dann haben wir uns persönlich getroffen und haben eben auch mit dem Karl ein langes Gespräch geführt und das hat mich eigentlich überzeugt. Ja. Also da gerade diese Philosophie hinter eurem Unternehmen und dieses Engagement, Dinge auch auszuprobieren, neue Dinge und neue Wege zu gehen, das fand ich toll. Und ich sage ja auch in meinen Kursen immer, gerade wenn es darum geht, eben holistisch die Dinge zu betrachten, geht es immer um Energien. Ja? Wir sind Energie, um uns herum ist alles Energie. Und das, was ich in ein Glas packe,
enthält die Energie, wie ich es in das Glas hineingebe. Und da habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass das bei euch, weil du eben von Familienunternehmen gesprochen hast, eben noch wirklich so eine liebevolle Art des Umgangs mit dem Produkt ist. Und also es werden ja so viele Produkte inzwischen am Fließband produziert und da ist aus meiner Perspektive einfach überhaupt nichts mehr drin, ja? Also man muss auch so ein bisschen Liebe für die Rohstoffe haben einfach. Genau. So. Und also ich freue mich wirklich jedes Mal wie ein kleines Kind, wenn da wieder eine neue Anlieferung kommt von was weiß ich wie viel Kilogramm von Moringa oder irgendwas. Ja. Das ist immer so, ist wie Weihnachten. Da freut man sich schon richtig. Ja, und das spürt man eben auch an den Produkten. Die haben einfach, also ich habe jetzt noch nicht alle Produkte durchprobiert, aber ich habe schon sehr viele probiert. Und egal, ob es sich um einen, sag ich mal, einfachen Grassaft handelt, den ich schon von Firma XY auch probiert habe, es schmeckt anders. Ich weiß nicht, wie es dir geht, oder? Genau so. Ich mag keinen anderen Grassaft mehr, weil er schmeckt anders. Ja. Ich habe ja viel erzählt, ich würze ja teilweise schon meine Gerichte mit gewissen Basis Plus und sonst was oder gebe es ins Müsli rein, ins Müsli. Aber ich komme mal vorbei. Pfannkuchen sind auch dabei. Kochst, nicht vorbei. Da steht dann immer eine ganze Palette und irgendwas kommt da immer rein. Genau. Ja. Hattest du jetzt, Karin, vor Lebenskraft pur schon irgendwelche Zahnhygiene Artikel selbst? Ich hatte einen Kurs schon am Start, der heißt Chemiefrei Leben Online-Kurs und da gebe ich den Käufern eben die Möglichkeit, selber Zahnpulver zu mischen. Also das, was ich vorhin sagte, ich möchte die Menschen dahin bringen, selbstverantwortlich zu sein und auch selber in der Lage zu sein, sich solche Dinge zusammenzumischen, auch chemiefreie Kosmetikprodukte und so weiter. Aber meine Erfahrung aus dem Kurs war dann, dass viele gesagt haben, ja, ist toll und klasse, aber ich arbeite ganztags und dann muss ich das noch selber rühren, dann habe ich keine Lust und dann muss ich mir die Zutaten kaufen, dann steht alles voll mit extra Zutaten. Kannst du denn nicht mal irgendwas herstellen lassen? Okay. Und das klang dann immer in meinem Ohr und als ich Fabian kennenlernte, kam dann diese Idee, Mensch, wollen wir nicht mal zusammen Zahnpulver machen? Ja. Ja? Und also die Idee kam dann ursprünglich von dir? Ja, doch, nee, kam von dir. Und dann warst du so von, cool, super, passt total gut. Und so haben wir begonnen. Genau, super. Ja. Und jetzt haben wir hier zwei ganz neue Produkte da. Ich will aber kurz vorher nochmal über die alten Geschichten reden. Also es gab ja erstmal das normale Zahnpulver, was davor war. Zahnpulver Plus, genau. Erzähl vielleicht mal kurz, was da drin ist und wieso es so drin ist in dieser Kombination. Ja. Also es ist das Zahnpulver Plus, meinst du jetzt? Genau. Das ist eine Mischung aus Natron, Xylit, was haben wir noch drin? Rügener Heilkreide. Ne? Wir haben noch drin Pfefferminzöl und wir haben drin Kurkuma. Die besondere Zutat ist dort das Kurkuma, weil es eben auch anti-entzündliche Wirkung hat und wir wollten eben ein Produkt, was für Zahnfleischprobleme und Karies oder Zahnschmelzprobleme geeignet ist. So ein Allrounder wollten wir eigentlich damit haben. Ne? Dann, der quasi zu jeder Situation so ein bisschen passt. Genau. Beim Kurkuma haben wir auch noch den kleinen Effekt, dass es ein bisschen aufhellend wirkt für die Zähne. Das war ja auch noch so ein Punkt, warum wir es mit reingenommen haben. Und dann kamen aber immer auch mehr noch Fragen. Gibt es auch irgendwie Spezialpulver oder manche Leute jetzt bei Kronen oder was, die ein bisschen älter schon sind, da ist es mit dem Kurkuma auch nicht so ohne. Mach doch da nochmal irgendwie was. Ne? Das, da hast du, glaube ich, ganz viele, das hast du nämlich auch wieder vorangetrieben. Also die Karin ist so die Vorantreiberin des Zahnsortiments. Genau. Und was ich jetzt ganz wichtig finde bei diesen Produkten, was mir das Wichtigste war und wo ich dann als erstes mal recherchiert habe, ob das so in Ordnung ist, dass es letztendlich alles Sachen sind, die man in den Mund nehmen kann und schlucken kann. Man kann es direkt essen. Es ist also nichts, was irgendwelche Aber wenn du mal was zum Würzen brauchst. Genau. Könnte man machen. Es wäre kein Problem. Genau. Ich würde eher das nehmen. Oder das. Ja. Ich glaube, das ist nicht schlimm. Du musst nur mal gerade an der Technik gucken, aber genau, wir können ja schon mal weiter. Was wollte ich sagen? Genau, dann ist es so, eben ich habe es ja auch selbst ausprobiert. Von den Zutaten war ich direkt begeistert. Schmeckt auch recht gut.
Und das einzige Problem, habe ich auch dem Fabian gesagt, ist, es hat ja da oben dann eine kleine Öffnung. Hier, ja. Wenn man es jetzt aufschraubt, hat es eine kleine Öffnung und man macht es dann quasi auf die Zahnbürste. Und da geht halt so ein bisschen immer was. Erkennst du den Trick von Karin? Ah, okay. Darauf wollte ich hinaus. Also ich habe ja auch einen Trick, aber jetzt bin ich gespannt. Eigentlich müssten wir jetzt, ich mache es jetzt mal auf, eigentlich bräuchten wir jetzt noch eine Schale. Also ich habe im Badezimmer immer so kleine Schälchen stehen, extra. Mache ich auch so. Früher haben wir es in den Deckel geschüttet. Ja. Also man schüttet das Pulver hier rein und nimmt es dann mit der Zahnbürste auf. Okay. Aber das Problem ist, dass wenn da die ganze Familie... Ist das einfach, ja? Also als Arzt kommt einer gleich so ein peculiar Aspekt. Und dann habe ich, und außerdem haben die Kinder dann das oft ausgewaschen, drauf gemacht und dann verklebt alles. Okay. Und aus dieser Notsituation herausgeboren habe ich jetzt Schälchen im Bad stehen. Da schüttet man es rein, nimmt es auf, putzt sich die Zähne und specht das Schälchen ab. Und ist doch ein bisschen anders, als ich es mache. Da die Karin sogar ein super schönes Video gemacht aus Namibia, wo sie das demonstriert. Das, vielleicht kann man das noch irgendwie verlinken oder so. Das ist genial. Kann man machen. Noch nicht. Vielleicht können wir es noch irgendwo schicken. Schick es mir und dann setze ich es drunter. Ich mache es folgendermaßen, weil wir jetzt gerade davon hatten, dass man es auch essen, schlucken, sonst was kann. Ich habe auch ein Schälchen. Irgendein Schälchen, was jetzt nicht zu groß ist, auch nicht zu klein ist. Und ich halte quasi meine Zahnbürste da drüber und schütte dann quasi den Inhalt auf die Zahnbürste. Dann geht eben einiges daneben, aber eben in das Schälchen rein. Mhm. Wenn ich dann meine Zähne geputzt habe, alles fertig ist, es geht halt, ich putze nicht 10 Minuten meine Zähne, was jetzt aber vielleicht ganz geschickt wäre wegen den Inhaltsstoffen, dass es länger wirken kann. Und dann nehme ich eben den Restinhalt aus dem Schälchen einfach in den Mund und behalte es da drin. Genau. Ja, dann ist und so weiter. Super. Also du hast intuitiv richtig gehandelt, weil du sollst es ja auch im Mund behalten. Also jetzt gerade bei den Neuen, beim Kurkuma war es so, man musste ausspülen, weil sonst die Zähne gelb bleiben. Aber bei den Neuen ist es so, dass sie auch im Mund behalten werden sollen. Das zeigt auch das Video, weil man kann dann praktisch durch das Einspeicheln entsteht ja so eine Art, wie so eine Art Mundspüllösung im Mund und die wird dann nochmal so richtig hin und her bewegt und nur ausgespuckt. Mhm. Und die Wirkstoffe bleiben einfach dann noch an der Zahnoberfläche und am Zahnfleisch und können weiter wirken. Okay. Also man kann das ja alles runterschlucken. Ja? Also schon ausspucken, weil er ja auch irgendwas vielleicht sich gelöst hat vom Zahn, aber dann nicht nochmal ausspülen. Genau. Also so machen wir es. Natürlich ist es auch immer, das ist das Individuelle, was ich vorhin angesprochen habe. Wir müssen immer gucken, wo steht derjenige, der das jetzt benutzt. Mhm. Wir stehen schon an einem Punkt durch unsere Ernährung, durch unsere Lebensweise, dass wir keine dicken Belege mehr im Mund haben, keine Komplimente, die sich lösen. Okay. Für uns ist es einfach, das im Mund zu behalten. Mhm. Wenn jetzt aber jemand anfängt damit und sich noch nicht so ernährt wie wir und eben noch dicke Belege ausbildet, für den mag es dann noch Sinn machen, es auszuspülen und dann vielleicht nochmal im Anschluss daran ein bisschen Pulver in den Mund zu nehmen und es dann nochmal nachwirken zu lassen. Also es ist wirklich so, es gibt keine fixen Vorgaben für alle, sondern man muss immer das Individuelle anschauen. Mhm. Ja. Was ich jetzt noch nicht verstanden habe, bleibt das alte Zahnpulver trotzdem im Sortiment drin? Ja, natürlich. Okay. Das ist der Allrounder, wenn es wirklich schnell gehen muss, quasi ich nicht damit zwei verschiedenen hantieren will, sondern einfach eine Allround-Lösung haben will, dann nämlich das Zahnpulver Plus. Okay. Und hier habe ich dann eben nochmal die Spezialisierungen. Also wenn ich, wenn ich das einfach noch ein bisschen intensivieren will alles. Also wir hatten, deshalb haben diese Zahnpulver auch rot und blau. Mhm. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere an früher. Da gab es so Zahncremes, die waren auch rot und blau verpackt. Mhm. Eine für morgens und eine für abends. Also die Farbe ist jetzt kein Zufall? Ist kein Zufall. Okay. Weil morgens ist blau, abends ist rot. Ja. Weil, also wir haben das so gemacht, dass wir eben einen Zahnschmelzschutz, einen speziellen Zahnschmelzschutz in diesem Gläschen haben. Mhm. Und hier geht es mehr um Zahnfleischknochen, Parodont. Ja? Aber nichtsdestotrotz kann auch jemand dieses Pulver auch morgens benutzen. Also es schließt sich nicht aus. Aber wenn jetzt jemand sagen möchte, ich möchte alles abdecken, wirklich, ich will rundum geschützt sein, dann ist es super, morgens das, abends das. Okay. Aber es kann jeder natürlich auch sagen, ich kaufe mir jetzt erstmal nur das und benutze das
Erklär mal kurz ein paar Sätzen, warum jetzt das morgens geschickter ist und das abends geschickter ist. Also, das kannst du auch abends machen, aber für mich ist es wichtig, weil über Nacht, fangen wir an. Das hier ist der Kariesschutz, sagen wir mal. Ja? Der Schmelz- und Kariesschutz, aber auch für Patienten mit empfindlichen Zahnhälsen ist das sensationell. Es enthält eben nicht nur das Xylit, was hier aber auch drin ist, also weil Xylit ist einfach neutralisierend auf den Speichel, es ist Kariesbakterien hemmend oder tötend sogar und es ist, hebt den pH-Wert an. Und das ist etwas, Fundament. Ist das Fundament, das brauchen wir für alle Erkrankungen im Mundraum. Aber hier ist noch eine, neben vielen anderen mineralienhaltigen Zutaten, antibakteriellen Zutaten wie Pfefferminzöl, ist auch noch eine Spezialzutat drin, nämlich der Ackerschachtelhalm. Ja, und das Ackerschachtelhalm enthält unglaublich viel Silizium und Kieselsäure und die brauchen wir eben, um das Kalzium einzulagern. Und Zahnschmelz besteht eben aus einem Gerüst, wo auch viel Kalzium drin ist, das Hydroxylapatit. Und das Silizium hilft dabei, es dort eben einzulagern. Und es gibt Untersuchungen, die eben zeigen, dass damit eben sehr schnell die Beschwerden auch abklingen können. Ja, also ich empfehle zum Beispiel auch in meinen Kursen, dass jemand, der jetzt eine kleine Karies hat und noch nicht gleich zum Zahnarzt gehen kann und vielleicht unterwegs ist, das Pulver zu nehmen und mit einem Q-Tip in das Loch hineinzugeben, weil dadurch stoppe ich erstmal den Vorgang. Ich neutralisiere das saure Milieu, ich töte die Bakterien ab, die Kariesbakterien, und ich gebe Mineralien hinein und einen Katalysator, der das Ganze noch beschleunigt, sodass man eben damit zum Beispiel auch sich auch selber helfen kann erstmal. Und hier, das ist eben, wie gesagt, für Patienten, die eben Parodontalprobleme haben, die Entzündungen haben, die vielleicht auch mal eine Afte haben, da haben wir eben die Spezialzutat drin, den Cayennepfeffer. Ja? Kann man sich auch mit der Farbe gut merken, wenn es rot. Also der Wirkstoff ist das Capsaicin und das wirkt eben auch extrem entzündungshemmend und gegen bestimmte Entzündungsmediatoren, die bei der Parodontitis sehr aktiv sind, also das hemmt sozusagen diesen schnellen Abbauprozess. Ja? Okay. Natürlich reicht es nicht aus und das ist ganz wichtig. Also man kann jetzt nicht sagen, wir nehmen jetzt nur noch das Zahnpulver und dann haben wir keine Karies, keine Parodontitis mehr. Man muss natürlich holistisch betrachtend alle Aspekte, die dann diese Symptome beeinflussen, auch noch mit behandeln. Also ist mir ganz wichtig, dass nicht jemand jetzt denkt, ach, ich habe eine Parodontitis, ich gehe jetzt nicht mehr zum Zahnarzt, ich mache gar nichts mehr, sondern ich nehme nur noch das Zahnpulver. Also wenn man sie jetzt in Zucker badet jeden Tag, dann wird das auch nicht mehr helfen. Genau. Ich habe im Vorfeld von Fabian die Zahnpulver geschickt bekommen, durfte es ein bisschen ausprobieren. Ich bin ein Riesenfan vom Abendhimmel. Vorab nochmal eine Sache. Also unabhängig von den Inhaltsstoffen, habe ich glaube ich auch schon mal irgendwo geschrieben gehabt, finde ich einfach Lebenskraft pur, vom Ästhetischen extrem genial und eben auch jetzt in dem Fall vom Geschmacklichen. Also Abendhimmel, da ist ja dieses Bio-Zitronenöl dabei, bei dem ist es Pfefferminzöl, ist auch super für den frischen Atem, aber dieses Zitronenöl, ich liebe es, ich könnte mich da richtig reinlegen, es ist vom Geschmacklichen her wirklich super und du hast mich ja auch gefragt gehabt wegen dem Cayennepfeffer, man spürt es sehr dezent, also man merkt, dass da so eine Grundschärfe drin ist und eben nachdem man es geputzt hat, wenn man es ins Bett gelegt hat, dann merkt man, dass da noch Aktivität da ist. Dass das arbeitet. Es wirkt nach. Es ist nicht so, dass es nur diese zwei Minuten, drei Minuten ist. Es ist auch so, dass das Capsaicin ja auch in einem gewissen Umfang auch schmerzlindernd wirkt, sodass eben auch Patienten, die eben irgendwas Schmerzhaftes am Zahnfleisch haben, dadurch eben auch schon eine Linderung erfahren können. Also es ist jetzt nicht schmerzstillend, weil dazu müsste man mit der Dosierung höher gehen und dann wäre es doch schon ziemlich scharf geworden, aber es unterstützt. Also das sind alles Möglichkeiten, den Heilungsprozess zu unterstützen. Okay.
Gibt es jetzt eine Empfehlung, wie lang man die Zähne putzen soll? Ja, das ist auch immer, das werde ich immer wieder gefragt. Und das hängt eben sehr individuell davon ab, wie, wo man steht. Ja? Also ich habe dich eben als Beispiel genommen oder auch mich. Oder wir können uns alle als Beispiel nehmen. Wir ernähren uns so, dass unser pH-Wert sicherlich, also gehe ich jetzt mal von aus, bei uns allen im Normbereich ist. Also wir leiden nicht unter Übersäuerung. Unser Speichel ist sicherlich im optimalen pH-Wertbereich. Und dann bildet sich im Mund einfach auch keine Plaque mehr, keine Beläge. Das heißt, die Menschen, die eben sowieso keine Beläge haben, und ich war, glaube ich, seit 8 Jahren bei keiner Zahnreinigung mehr, weil ich brauche sie einfach auch nicht, ja, ist jetzt keine Empfehlung für alle, nie mehr zur Zahnreinigung zu gehen, aber es ist einfach nur als Beispiel mal, wenn man sein Leben verändert, verändert sich auch was merklich. An unserem Körper. Und dann muss ich nicht 3 Minuten putzen, ja? Dann muss ich nicht nach jeder Mahlzeit putzen, sondern dann reicht es eben, einmal alle Zahnflächen durchzuputzen. Das ist eben das Wichtige, dass ich nicht sage, okay, ich halte die Zahnbürste 3 Minuten in den Mund. Okay. Das ist ein Verhalten, was durch die elektrische Zahnbürste leider sehr gefördert wurde. Also das habe ich in der Praxis immer wieder erlebt. Ja, ich putze doch 3 Minuten. Das piepst und blinkt, ja, aber wenn ich nicht jede Fläche putze, dann kann eben auch nicht alles sauber werden. Und es ist wirklich, das Wichtige ist, dass wir alle Flächen, also vorne Kaufläche und Innenfläche, einmal berühren sozusagen mit der Zahnbürste. Gibt es ein zu viel an Putzen? Naja, es kommt ein zu viel an Putzen. Also es gibt natürlich Menschen, die einen extremen Putzdruck ausüben, ja, dann kann es zu Erosionen kommen. Und es gibt natürlich auch Zahnpasten, die sehr abrasiv wirken. Ja. Okay. Und das kann man aber selber rausfinden über den sogenannten RDA-Wert. Kurz abrasiv heißt, dass es irgendwie abreibt, scheuert. Scheuert, genau. So wie wenn man das Spülbecken mit einem Scheuerpulver putzt, sieht man Kratzer hinterher. Und das Gleiche passiert letztlich auf der Zahnoberfläche, wenn man es unter dem Mikroskop betrachtet, auch. Und je abrasiver ein Putzkörper ist, umso mehr Kratzer werden hinterlassen auf der Zahnoberfläche. Und das ist allerdings auch wieder eine Anlagerungsfläche für Beläge. Also die können sich immer schneller anlagern, je rauer die Oberfläche ist. Kann man sich super auch wieder mit dem Beispiel Waschbecken vorstellen, wenn da ein Kratzer drin ist, dass da auch Ablagefläche wieder ist. Das ist zum Beispiel her, genau. Genau. Und das ist ja auch der Grund für die Zahnreinigung, dass man gesagt hat, wenn wir die Oberflächen von Zähnen polieren, dann können Patienten nicht so schnell Beläge entwickeln. Und deshalb auch der Rhythmus alle halbe Jahr, weil eben nach einem halben Jahr einfach die Oberfläche dann wieder nachweislich grauer wird. Und also da ist schon Sinn dahinter. Allerdings, wenn wir unsere Lebensweise verändern und keine Beläge mehr da sind, die wegpoliert werden müssen, dann muss es auch nicht mehr poliert werden. Okay. Ja? Okay. Und insofern, also man kann die falsche Zahncreme und den falschen Putzdruck natürlich verwenden und sich Oberflächen wegscheuern, aber auch da müssen wir wieder das biologisch sehen. Wann kann Oberfläche weggescheuert werden? Nur dann, wenn unser Speichel im sauren Milieu ist, weil dann löst er die Mineralien aus dem Speichel, die dann über die Zahnbürste noch weggeputzt werden. Wenn ich aber meinen Speichel im neutralen Bereich zwischen 7 und 7,4 halte, dann kann ich das auch nicht so leicht auflösen und wegscheuern. Ja, also. Und dann ist ja entsprechend auch die Zahnbürste nicht ganz unwichtig. Da habt ihr ja auch ein Produkt, wo, glaube ich, auch das schon sehr weich ist, die Zahnbürste. Genau. Weich ist besser als jetzt irgendwie zu hart. Genau, genau. Also da haben wir die Bambuszahnbürsten. Das ist halt der Vorteil, dass die halt vom umwelttechnischen Faktor auch relativ gut sind, weil du halt nicht diesen Plastikmüll dann halt hast und auch nicht das Plastik in deinen Mund so bringst. Ne? Das ist im Prinzip da der Vorteil. Da würde ich gerne noch was anfügen, weil es gibt auch Untersuchungen, die gezeigt haben, dass Plastikzahnbürsten Phthalate ausdünsten. Mhm. Also es gab dann Untersuchungen, dass man das visualisieren konnte und der Dampf sozusagen beim Putzen den Anwendern in die Nase ging und sie sozusagen eingeatmet haben. Ne? Also das ist, muss man auch immer, deshalb sind wir eben auch so konsequent mit den Verpackungen, dass eben die Produkte an sich nicht toxisch wirken, in Anführungszeichen. Ja? Und
Im Prinzip, genau. Nein, das müssen wir ausleiten. Dann haben wir hier noch ein Produkt, das ist auch relativ neu, ne? Das ist jetzt noch nicht so lange auf dem Markt, Zahnkristalle. Vielleicht kannst du noch mal ein paar Worte dazu sagen. Mhm. Das sind im Prinzip Xylit-Kristalle. Ja, wir können mal eins rausnehmen. Also das ist 100% Xylit, sieht im Prinzip aus wie so ein Bonbon. Mhm. Und hat so eine Lutschdauer von ungefähr so 10 Minuten. Und da gab es in Spanien auch von der UCAM University eine ganz tolle Studie dazu, dass da eben festgestellt wurde, dass wenn Xylit 10 Minuten, fängt natürlich auch schon früher an, also es ist auch im Zahnpulver sinnvoll, aber der Maximaleffekt, den hast du halt, wenn du 8 oder 10 Minuten Xylit im Mundraum hast. Und die halten eben genau so lange und dadurch hast du einen maximalen Effekt auf die Zahngesundheit und rundet das Ganze natürlich noch sehr gut ab. Ich habe auch viele Kunden, die mich jetzt anrufen und sagen, ja, ich bin mittags arbeiten und habe nicht die Möglichkeit, Zähne zu putzen. Also es soll kein Ersatz sein, das muss man auch nochmal ganz klar sagen an der Stelle, weil die Leute neigen ja dazu, oder mich so ein Ding schneller als erledigt. Das soll es nicht sein, aber wenn ich halt keine Möglichkeit habe dazu, dann ist es natürlich auch gut, wenn ich dann mittags nach dem Essen dann zumindest sowas mache. Dann habe ich ein bisschen was getan und das machen viele. Was mich jetzt noch interessieren würde, was ist jetzt daran anders an diesen Zahnkristallen als bei den ganzen Kaugummis mit Xylit drin? Was ist da anders? Also hier wissen wir, dass 100% Xylit drin ist. Ne? Also es besteht ja nur aus Xylit und keinen anderen Zusatzstoffen. Bei den Kaugummis ist es so, dass wir nicht wissen, wie viel Xylit da drin sind. Ja? Also es wird nicht angegeben, wie viel Prozentanteile Xylit drin sind und dann haben diese Kaugummis einen Überzug, der aus nahrungsförmigem Titandioxid besteht. Auch Tabletten haben das teilweise und dieses Titandioxid steht im Verdacht, Krebs zu erzeugen und ich hätte kein gutes Gefühl, das zum Beispiel meinen Kindern zu verabreichen. Also dann nehme ich lieber so etwas. Und das Interessante an diesem Kristall ist, also ich hatte mit dem Hersteller, auch Kontakt in Spanien, ganz ausgeklügelter Typ. Der hat eine Maschine entwickelt, mit der man, und das ist einzigartig in der Welt, das Kristall so pressen kann, dass es eben so dicht drauf ist. Also jeder, der mal versucht hat, aus Xylit einen Bonbon zu gießen, der weiß, dass es sehr rau an der Oberfläche sofort zerfällt und extrem schwierig ist. Und diese Maschine ist in der Lage, eben zu dicht zu pressen, dass das tatsächlich 10 Minuten im Mund auch bleibt und nicht vorne auseinanderbricht. Und nur dann haben wir, wie gesagt, diesen Peak und den höchsten Effekt. Und was ich eben noch anführen wollte, ist, dass das nicht nur für zwischendurch geeignet ist, sondern ich mache damit zum Beispiel, therapiere ich auch, also das kann man wirklich als Therapie ansehen, Patienten mit einem hohen Kariesrisiko. Okay. Weil, da hast du ja auch schon mal ein Video zu gemacht, Xylit ist die einzige Substanz, die es überhaupt gibt, die spezifisch auf die Kariesbakterien wirkt und diese eben zerstört. Und zwar durch einen physikalischen Prozess und nicht durch chemische Interaktion. Also es ist durch die Osmose wird die Bakterienzelle zum Platzen gebracht und wir können, wenn wir das konsequent nutzen und anwenden, tatsächlich die Kariesbakterienzahl in den Keller fahren. Wichtig ist, dass regelmäßig genutzt, also nicht nur einmal und dann 5 Tage wieder nicht, sondern da muss man wirklich über den Tag verteilt mindestens 4 bis 5 Mal den Kristall lutschen. Und man kann die Kariesbakterienzahl über einen Speicheltest eben auch dann testen beim Zahnarzt. Dann kann man sehen, okay, jetzt ist wirklich die Menge der Bakterien reduziert und dann ist das Risiko, neu krank zu kommen. Ja. Ich muss noch erwähnen, also das sind keine Zusatzstoffe sonst drin. Es ist reines Xylit. Und Bio-Xylit auch. Bio-Xylit. Vor allem auch noch ganz wichtig, bei Xylit gibt es ja auch oftmals aus Mais. Genmanipulierte Mais in Umständen sogar. Wir verwenden dann nur chemische Mittel. Okay. Was ich jetzt noch interessant finde, ist ja, wenn man, schmeckt ja sehr süß. Xylit ist süß, wie Zucker. Wenn man irgendwas Süßes im Mund hat, hat man immer ein schlechtes Gewissen. Man glaubt, man tut seinen Zähnen was Schlechtes. Ja. Und diese Verankerung muss dann erstmal aus dem Kopf raus, dass es süß sein darf und es trotzdem für die Zahngesundheit sehr wertvoll ist. Ja. Ist auch wieder eine gute Übung, um zu differenzieren.
Dann habe ich noch ein Produkt, das ist dieses autorisierte Olivenöl, vielleicht noch ein, zwei Sätze dazu, dann haben wir, glaube ich, alle mal angesprochen. Genau, also das ist im Prinzip Olivenöl, was mit Sauerstoff angereichert wird und dadurch kann man wunderbar, dass ich halt einfach viel mit Portionen beziehungsweise Olivenöl einfach Ölziehen machen kann. Und, was heißt Ölziehen? Also Ölziehen, du nimmst halt einen Esslöffel oder zwei, je nachdem, Olivenöl, nimmst es in den Mund und machst das eben da, bewegst es da so durch die Gegend, so 15, 20 Minuten, je nachdem, und hat eben den Effekt, dass die ganzen Lifte ausgezogen werden und auch Karies, gerade durch die Ozon, stark verringert werden. Es hat eine sehr hohe antibakterielle Wirkung, aber was eben beim ozonisierten Olivenöl noch dazu kommt, gerade wenn wir Parodontitis-Patienten haben mit Zahnfleischtaschen, befinden sich in diesen Zahnfleischtaschen Bakterien, die keinen Sauerstoff mögen. Okay. Und man kann eben mit einer, also es gibt solche Spülkanülen, es gibt Aufsätze für Spritzen, die sind stumpf, die sind extra zum Spülen von Taschen geeignet. Und man kann zum Beispiel, wenn man das dem Patienten erklärt, sagen, mach ein bisschen Olivenöl in die Kanüle rein und spritze es dir praktisch an den Zahnfleischrand, dass dieses Olivenöl in die Tasche penetriert und dann kann man tatsächlich auch gegen diese Bakterien gut vorgehen. Genau. Alles natürlich, also die entgiftende Wirkung ist toll und es überzieht die Zähne und das Zahnfleisch mit einer Art Schutz- und Isolierfilm, ja, dass man auch tagsüber vor Toxinen, die man aufnimmt, ein wenig geschützt ist. Natürlich verliert sich das im Laufe des Tages, aber also das sind einfach... Also Olivenöl spuckt man dann aber aus. Ja, genau. Und auch noch eine gute Anwendungsmöglichkeit ist auch noch für die Hautpflege. Also dadurch, dass es eben so reich an Sauerstoff ist, ist es auch sogar Gewebe regenerieren. Das ist eine sehr gute Hautpflege auch. Ja. Was mich so interessiert, weil er gesagt hat, es entgiftet auch, wird auch wahrscheinlich einige interessieren. Wenn man jetzt Füllungen hat, Amalgamfüllungen hat, die ja auch quasi Quecksilber beinhalten, inwieweit löst sich da was jetzt durch zum Beispiel dieses Ölziehen? Ja, also das ist so eine Sache, die ist eben auch sehr kritisch zu betrachten. Also ich wäre da vielleicht noch vorsichtig, wenn ich Amalgam im Mund hätte, aber ich wäre überhaupt vorsichtig, wenn ich Amalgam im Mund hätte, Ölziehen zu betreiben. Also das Ziel sollte eigentlich sein, irgendwann diese Füllungen aus dem Körper herauszubekommen, weil es Das wäre jetzt meine nächste Frage. Also zum einen, Amalgamfüllungen, werden die noch irgendwie genutzt? Werden die noch eingebaut? Okay. Das Problem ist, es ist laut Verordnung für uns Zahnärzte vorgeschrieben als das Standardfüllungsmaterial, weil es am kostengünstigsten, also am wirtschaftlichsten, es ist am billigsten und das hält am längsten. So, deshalb wird es vorgeschrieben und viele Zahnärzte machen es schon lange nicht mehr und dann muss aber der Patient Zuzahlungen leisten zu anderen Alternativen. Oder Füllungsalternative. Und das kann natürlich nicht jeder. Ja, nicht jeder kann sich das leisten. Also gibt es immer noch Patienten, die Amalgamfüllungen bekommen. Und man weiß heute, dass ich eben das Quecksilber, also ich habe noch im Studium gelernt, dass nach dem Abbinden, das ist ja eine Legierung, die man zusammenmischt aus einer flüssigen und einer festen Phase und das bindet ab. Und nachdem es abgebunden ist, also komplett fest ist, dann entweicht kein Quecksilber mehr. Okay. Das wurde uns noch beigebracht und uns wurde immer gesagt, diese Amalgamgegner, die werden zu euch in die Praxis kommen, aber nur, dass ihr schon mal davor gewartet habt, auch die Fluoridgegner, die werden kommen. Also es wurde uns alles schon im Studium gesagt, auch was wir uns da einlassen müssen. Ja. Aber es gibt Untersuchungen, die zeigen dass eben das Quecksilber weiter ausdampft. Also man kann es auch sichtbar machen durch spezielle Fotografien. Und das dampft sozusagen permanent ab. Man muss sich vorstellen, die Mundhöhle ist eine Höhle, in der extreme Bedingungen herrschen. Eine extreme Feuchtigkeit, eine extreme Wärmeentwicklung, auch durch Reibung, durchs Kauen wird immer wieder Hitze entwickelt und dann kann sich das Quecksilber eben immer wieder lösen.
Und es kommt dann eben. Aber ist die Menge vielleicht unbedenklich? Also so kleine Mengen sind wieder mal so unbedenklich. Also ich kann mich noch erinnern, als ich klein war, da hatten alle immer tierisch Angst davon, dass man Fieberthermometer auf den Boden fällt. Mhm. Oh Gott, da ist Quecksilber drin. Mhm. Oh Gott, dann können wir in das Zimmer stimmt, nicht mehr rein. Stimmt, ja? Richtig. Heute haben wir diese wunderbaren Energiesparlampen. Da muss man auch wieder vorsichtig sein, dass sie nicht auf den Boden fallen. Ja, aber warum muss ich denn vorsichtig sein bei einem Fieberthermometer, was neben meinem Körper verdunstet? Und dann von dem Quecksilber, was in meinem Körper sich löst, da brauche ich keine Angst haben oder nicht. Ist doch ja, der gesunde Menschenverstand. Also manchmal muss man, finde ich, gar keine wissenschaftlichen Studien mehr anführen. Man muss einfach nur mal nachdenken. Mhm. Und dann wird es einem eigentlich klar, dass das Zeug nichts in unserem Körper zu suchen hat. Also ich selbst habe ja auch noch 4 Amalgamfüllungen. Und vermute da auch ein bisschen was, wenn ich da zum Beispiel immer wieder Halsschmerzen bekommen habe in der Vergangenheit, dass es vielleicht was damit auch zu tun haben könnte. Interessiert viele. Also sollte idealerweise raus oder ist die Gefahr, wenn man es rausholt, so groß, dass da noch mehr passiert? Also sagst du doch schon lieber die Gefahr raus. Ist groß, wenn man es unsachgemäß entfernt. Wichtig ist, dass man tatsächlich das Quecksilber mit Vorsichtsmaßnahmen entfernt. Also Kofferdamm ist das Erste, aber das verhindert nur, dass die Brocken verschluckt werden. Das Quecksilber löst sich aber durch das Rausfräsen. Also was kann man sich unter einem Kofferdamm vorstellen? Es ist ein Gummi, der über die Zähne gespannt wird. Mhm. Ja? Das ist wie so ein Trampolin, was dann im Mund sozusagen aufgespannt wird. Und wenn man eine Füllung rausfräst, dann fallen die Bröckchen sozusagen in den Gummi und man kann das dann entsorgen. Früher war das so, dann sind die Bröckchen in den Mund gefallen, man hat es zwar versucht abzusaugen, aber manchmal hat man noch hat der Patient das verschluckt und der Kofferdamm verhindert einfach das Verschlucken. Aber wir wissen ja, dass das Quecksilber als Dampf frei wird und man atmet es dann ein beim Rausfräsen. Insofern ist es wichtig, dass der Patient, aber auch der Arzt und das Personal eine Sauerstoffmaske tragen. Wir wissen heute auch, dass eben Zahnärzte und zahnärztliches Personal eben extrem Quecksilber belastet sind. Also das weiß man. Insofern, also alle müssen sich schützen und dann sollte es so rausgebohrt werden, es gibt spezielle Fräsen, dass es eben wirklich rausgebrochen werden kann und nicht in Einzelteile zerlegt wird und wieder mehr Dampf entwickelt. Also da gibt es verschiedenste Dinge, mit denen man Vorsorge betreibt. Sauerstoffmaske einfach auf der Nase drauf, Mund bleibt frei, weil dann ist der Zahnarzt dran. Genau. Okay. Und es gibt Ärzte, die sich darauf spezialisiert haben, also Zahnärzte. Also bitte, bitte das in Anspruch nehmen. Es kostet Geld, ja. Aber das andere kostet vielleicht die Gesundheit. Kennst du jemanden in Karlsruhe? Oder? In Karlsruhe nicht. Dr. Dominik Neischwitz, der hat, glaube ich, auch einen Kanal. Der macht das zum Beispiel ziemlich professionell. Okay. Der ist in Düsseldorf. Nee, der ist in Ulm, glaube ich. Okay. In Süddeutschland. Also mein Bruder ist ja auch Zahnarzt. Der hat jetzt seit Dezember eine eigene Praxis in der Nähe von Köln bei Düren. Ja. Und mit dem habe ich auch schon kommuniziert. Ich muss mal fragen, ob er das alles so umsetzt oder umsetzen kann zukünftig. Wäre auf jeden Fall eine tolle Sache. Er wird sich das Video mit Sicherheit auch angucken und einiges an Informationen mitnehmen. Also es lohnt sich meiner Meinung nach, da zu investieren, weil man natürlich dann auch etwas anbietet, was viele Kollegen noch nicht anbieten. Ja? Und man spezialisiert sich dann dadurch sozusagen auf eine bestimmte Klientel, die sehr bewusst ist. Also ich finde es auch schön, mit Menschen zu arbeiten, die eben schon auf dem bewussten Weg sind. Und vielleicht ist das eine ganz gute Investition. Ja, ich auch. Ja. Thema Fluorid, Natriumfluorid. Ist es eine gute Sache? Es heißt ja, dass es quasi dann auch gegen Karies schützt oder vor Karies schützt und dass es zur Zahnhygiene dazugehört. Ist es deiner Meinung nach so? Wie schätzt du es? Grundsätzlich halt. Ist auch ein heißes Thema. Die Antwort lautet, denn hier ist ja nachweislich kein Fluorid drin, sonst wäre es da drin. Aber also ich bin kein Freund von Fluorid. Habe ich auch schon mehrfach im Internet preisgegeben.
Und zwar aus folgendem Grund. Also ich bin gar nicht, also ich gehe gar nicht auf diese Fluoriddiskussion mehr ein, weil man damit einfach nur Fronten schafft. Und es gibt für alle Seiten immer Studien, die das belegen und Studien, die das belegen. Okay. Ich habe aufgehört, so zu argumentieren, sondern ich versuche einfach den gesunden Menschenverstand immer wieder einzusetzen. Und es ist so, dass das Fluorid letztlich die Löslichkeit des Zahnschmelzes reduziert. Okay. Ja, also es macht den Zahnschmelz härter. Und deshalb ist es schwieriger für die Säure, den Zahn zu entkalken und Karies zu bilden. Wenn wir uns jetzt aber holistisch an die Thematik herantasten, ist es doch so, wir ernähren uns heute so, dass wir Karies bekommen. Die Karies ist das Symptom, das uns unser Körper schickt, um zu sagen, hey, werd mal ein bisschen aufmerksamer, du ernährst dich nicht gut, ändere doch mal deine Ernährung. So, die klassische Schulzahnmedizin sagt, ach, ernähr dich weiter so, wir machen Fluorid drauf und dann kannst du weiter ungesund leben. Ne? So, überspitzt. Wäre es nicht sinnvoller zu sagen, okay, ich verändere meine Ernährung und dann löst sich mein Zahnschmelz schon nicht mehr. Und ich muss nicht irgendwelche chemischen Substanzen nutzen, die eigentlich nicht dahin gehören, um den Zahnschmelz zu stärken. Also ich unterdrücke sozusagen mit dem Fluorid die Möglichkeit, für meinen Körper ein Symptom zu generieren und rechtzeitig Stopp zu rufen. Ja? Denn was ich auch immer wieder betone, ist, ein Symptom ist nichts, wogegen wir kämpfen müssen. Also diese Kampfansagen, die man immer wieder in der Schulmedizin auch hört, finde ich ganz furchtbar. Es ist vielmehr so, dass die Symptome eigentlich gut gemeinte Hinweise sind, auf die wir aufmerksam werden sollen, um etwas zu verändern. Nur wenn wir die Symptome immer wieder verdrängen, dann läuft das Ganze weiter und dann kriegen wir eben verschiedenste Krankheiten, die immer... Das ist, ja, das ist ein Hinweis auf irgendwas, was im Argen liegt, und man kann es natürlich selbst angehen und quasi diese Ursache, diesen Ursprung dann entsprechend ändern. Einfach nur ändern. Du musst gar nicht bekämpfen oder sonst was, sondern etwas verändern, was auch nichts Böses ist, nichts Schwieriges ist. Ja. Man kann zum Beispiel Dinge nutzen, die den Speichel neutralisieren, dadurch die Säurebildung eben auch erschwert ist und die nur wenn die Säure wirkt, kann der Zahn entkalkt werden. Also damit habe ich im Grunde auch schon einen Schutz generiert. Ich kann Mineralien zur Verfügung stellen, die dann, wenn es zu einer Demineralisation kommt, sofort wieder eingebaut werden können. Also ich kann meinen Körper versorgen von innen mit Mineralien. Denn viele denken immer nur, ach, Karies passiert so, Zucker, dann entsteht Säure und dann kommt das Loch. Aber die Karies entsteht auch von innen heraus, das haben auch Kollegen in Amerika in den 50er Jahren schon herausgefunden, an der Loma Linda University. Und zwar haben die alternative Karies-Theorie ins Leben gerufen und die besagt, dass Karies sozusagen entsteht, wenn wir uns nicht nährstoffreich ernähren. Erstens das, keine Nährstoffe mehr, und B, wenn Stress dazukommt, dann funktionieren verschiedene Mechanismen nicht mehr, das muss ich jetzt nicht hier erklären, mit Hypothalamus und Hormonausschüttungen, sondern es ist einfach, die Mechanismen funktionieren nicht mehr, die eigentlich dafür sorgen, dass der Zahn stabil ist. Das heißt, über unsere Ernährung und nicht nur Karies, Zuckerfreiheit, sondern wirklich nährstoffreiche Ernährung können wir eben auch den Zahn stärken. Einen Satz möchte ich noch ergänzen, also wird ja dann oftmals gesagt, ja, Fluorid kommt ja natürlich vor in der Natur, muss man ja immer unterscheiden zwischen Natriumfluorid und Calciumfluorid und das, was dann leider Gottes in den meisten Produkten genutzt wird, in allen Produkten genutzt wird, ist immer das Natriumfluorid, was eben nicht natürlich vorkommt in der Natur. Genau. Noch zwei, drei kleinere Themen. Muss auch nicht, wenn es zu viel ansehen. Einmal, ich habe jetzt über verschiedene Videos, wo ich auch mal kurz reingeguckt habe, schon mitbekommen, dass du kein großer Fan der Kieferorthopädie bist. Warum? Also ich hab alle Spangen gehabt, die einmal drumherum gehen, die drinnen ausnehmbar sind, die festen, alles habe ich mal gehabt. Ja. Ich bin kein Freund der Kieferorthopädie, weil ich selber ein Symptom entwickelt habe, was aus meiner Perspektive durch die Kieferorthopädie entstanden ist. Und das habe ich schon in meinem Studium
da begann das Ganze schon und ich hatte schon im Studium eine Antipathie gegen dieses Fach. Und habe dann später in meiner Praxis auch vehement mich dagegen wehrt, das auszuüben. Es gibt eine Möglichkeit, wie man sehr schonend und holistisch Zahnfehlstellungen entgegenwirken kann. Das ist auch etwas, was ich bei meinen Kindern zum Beispiel nutze. Funktionskiefer-orthopädische Geräte, zum Beispiel der Bionator oder Myoprace, das sind Dinge, die ich positiv anerkenne und die ich auch durchaus anwenden würde. Bei mir war es dann eben zu spät. ich halte nichts davon, gegen die Symptome, die uns unser Körper schickt, mit Gewalt, mit Brachialgewalt anzugehen. Das ist im Grunde das, was die Kieferorthopädie macht. Sie verstellt Zähne, die sich aus einem bestimmten Grund dorthin gestellt haben. Es gibt verschiedene Ursachen für Zahnfehlstellungen und Kiefermissbildungen. Das wissen wir schon seit den 30er Jahren durch den Zahnarzt Dr. Weston Bryce, der eben bei Naturvölkern geforscht hat und festgestellt hat, durch die heutige Ernährung haben wir praktisch Fehlentwicklungen des Kieferknochens und auch der Zähne dort drinnen. Es gibt Engstände, aber als holistische Zahnärztin durfte ich noch viele, viele andere Bereiche kennenlernen und studieren. Die Psychodontie zum Beispiel, die eben ganz klar besagt, wann Zähne sozusagen in eine andere Position gerückt werden. Und das, wenn man versteht, warum ein Zahn an welcher Position steht und das Symptom sozusagen wieder analysiert, kann man da einerseits etwas dagegen tun, ja, auf seelisch-geistiger Ebene schon unterstützen. Und andererseits kann man eben diesen Funktionskiefer orthopädischen Geräten die Muskelkraft, die eigene Kraft der Muskeln nutzen, um Dinge zu entlasten, zu öffnen, aber auch eine Bewegung in Gang zu setzen. Kann man diese beiden Geräte, wie genannt hast du noch kurz? Myoprace, also Bionator ist praktisch früher gab es den sogenannten Aktivator, also auch das ist eine Zahnspange für oben und unten, das ist ein herausnehmbares Gerät, was praktisch die Zähne und die Muskulatur so aktiviert, dass eben das in eine bestimmte Richtung wächst. Also auch zulässt, dass eben auch ein Breitenwachstum entsteht. Und das Gleiche können wir auch mit weichen, herausnehmbaren Geräten, mit dem sogenannten Myobrace-System erreichen. Da gibt es verschiedene Größen, verschiedene Stadien, die man einsetzen kann, die unterschiedlich sind. Aber da gibt es eine Kollegin in Salzburg, eine Kieferorthopädin, die macht das. Saskia Wolf, Google, genial. Es ist einfach viel schonender. Dauert es dann entsprechend etwas länger? Man sollte früh genug ansetzen. Okay. Also, wenn man sieht, okay, mein Kind ist die ganze Zeit, also so ein Kleinkind schon, ne, kaut immer am Finger rum und die Zähne stellen sich jetzt weiter auf. Oder ich habe einen offenen Biss, weil das Kind die ganze Zeit geschnullert hat. Also man kann da schon sehr früh mit diesen sehr schonenden Geräten anfangen und sogenannte Habits, also Angewohnheiten, die eben zu einem Zusammendrücken des Oberkiefers oder was auch immer führen, kann man ausschalten. Ist ein riesiges Feld, aber wie gesagt, diese Kollegin in Salzburg ist genial. Die habe ich auf dem Zahngesundheitskongress von Maria Maliaki gesehen, gehört und ich war fasziniert und also die macht auch Zahnaufstellungen, auch sowas, ne? Holistisch. Ich mache ja auch Aufstellungen, wenn es bestimmte Symptome gibt. Und die hat sich von dem Zahntechniker einzelne Zähne schnitzen lassen und stellt die so auf, wie die Zahnstellung ist bei den Patienten am L. Also wenn da ein Schiefstand ist oder wenn Zahnknochen quer liegt noch. Und dann findet die raus, was ist das Problem, weshalb der noch nicht durchbrechen kann. Und dann arbeiten die auf seelisch-geistiger Ebene daran, aber andererseits eben mit den kieferorthopädischen Geräten. Weil du es gerade angesprochen hast, es gibt etwas, wo mein Chef dann immer wieder drauf pocht, ist, wenn wir jetzt ein Röntgenbild von der Halswirbelsäule sehen und der Patient irgendwie Nackenbeschwerden hat, Kopfschmerzen hat, guckt er auch immer, ob irgendwie die Zähne komisch stehen und sagt, ja, habt ihr auf die Zähne geguckt? Das ist doch was, genau.
Also hast du auch Erfahrungen damit gemacht, dass das unter Umständen ein Problem auch für den gesamten Körper bedeuten können? Natürlich. Das heißt, also mal, wenn jetzt jemand kommt, der wirklich komplett wirklich einen kompletten Kieferfehlbildung hat, gibt es ja auch Progenie oder was auch immer. An manchen Stellen kommen wir eben nicht an der schulmedizinischen Therapie vorbei. Was ich aber einfach ja, zum Ausdruck bringen möchte, ist, in der heutigen Zeit werden gewisse Therapien standardisiert durchgeführt. Es wird überhaupt nicht mehr überlegt, es wird einfach gemacht, weil man noch das halt so. Ne? Und früher hat man mal abgewartet, bis das Kind in 3 Jahren durchgebrochen hat, bis mit der Kieferorthopädie angefangen wurde, weil es eben auch noch verschiedene Knochenwachstumsphasen gibt. Viele Dinge sind über Bord geworfen, weil es einfach jetzt diese standardisierten Programme gibt. Und wenn man mal die Kinder anguckt, alle haben die gleiche Zahnstellung. Also es gibt ja keine Individualität mehr. Und ich habe mal, ich glaube, es war auch der Dr. Edelmann, der gesagt hat, Menschen erkennen sich anhand der Zahnstellung auch und wissen, wer passt zu mir und wer passt nicht zu mir. Wenn wir jetzt aber alles uniform gestalten, alle haben die gleiche Zahnstellung, weiß ich ja gar nicht. Das finde ich auch einen sehr interessanten Aspekt. Also so kleine Fehlstellungen, die kann man doch lassen. Wenn es aber dann tatsächlich darum geht, dass der Biss nicht stimmt, dann muss man natürlich was machen. Aber auch da kann man mit diesen funktionskieferorthopädischen Geräten viel bewegen. Die bringen aber nur was, wenn man noch Kind ist, noch wächst, oder geht es dann auch später als Erwachsener noch? Geht auch später, aber schwieriger. Je jünger, umso einfacher. Zahnfleischrückgang. Mir hat eine Zahnärztin mal gesagt, da kann man nichts machen, irgendwann muss man es dann plastisch stecken. Gibt es da irgendeinen holistischen Ansatz, da noch was zu machen, wenn Zahnfleisch zurückgeht? Schwierig wahrscheinlich. Nee, es ist einfach ein weites Thema und ich habe eben gerade parodontologisch viel gearbeitet früher auch und habe ganz viele Zusatzqualifikationen auf dem Bereich auch. Also insofern, das ist ein Riesengebiet und wenn wir jetzt da beginnen, in die Tiefe zu gehen, dann könnten wir noch Stunden reden. Aber was für mich ganz, ganz wichtig ist. Hast du ein Video dazu? Ich habe schon ein paar Videos zu dem Thema. Guckt euch. Aber es ist wichtig, dass wir erstmal differenzieren, was für eine Art von Zahnfleischrückgang ist es überhaupt. Ja, es gibt nicht den Zahnfleischrückgang. Es gibt verschiedene Ursachen, die dahinter stehen. Das müssen wir erstmal sehen. Ist es die Parodontitis? Das ist was ganz anderes als jetzt zum Beispiel der degenerative Zahnfleischrückgang. Es gibt den Zahnfleischrückgang aufgrund falscher Putztechniken, eines falschen Bisses, also eine falsche Okklusion kann auch dazu führen, dass das Zahnfleisch zurückgeht. Ja? Zahnfehlstellungen auch, also Kieferorthopäden sehen es auch sehr häufig, dass es eben zu solchen Rezessionen oder Clefts kommt. Also es gibt verschiedene Zahnfleischrückgangarten. Das ist das eine. Das zweite ist, der häufigste Rückgang ist eigentlich der entzündliche, also der parodontale Zahnfleischrückgang. Und da ist es A und O, die Ernährung. Wir wissen, Parodontitis ist eine systemische Erkrankung des gesamten Körpers und hat auch Auswirkungen auf andere Organe, auf andere Strukturen im Körper. Aber andererseits ist es keine Einbahnstraße. Andere Strukturen haben auch Einfluss auf das Zahnfleisch. Also, ne, in beide Richtungen geht es. Und aus meiner Erfahrung heraus ist der Darm das Wichtigste. Die Darmgesundheit immer kontrollieren, wenn wir was mit dem Zahnfleisch haben. Und es ist so, den Zahnfleischrückgang können wir nicht, also kommt auch immer darauf an, wie weit ist er. Bis zu einem gewissen Grad kann man regenerieren, das geht. Ja, es gibt auch ein sogenanntes Creeping Attachment. Also das ist auch schulmedizinisch nachgewiesen, da krabbelt das Zahnfleisch wieder hoch und kann sich anlagern und wächst ein Stück weit. Aber wenn es natürlich 8 mm Taschen sind, da ist einfach schon zu viel kaputt und da ist vor allem der Knochen schon kaputt. Ja, man muss das Gesamtsystem regenerieren. Aber man kann durch eine andere Ernährung, durch eine andere Zahnpflege, kann man das Zahnfleisch straffen. Und das Zahnfleisch kann wie eine Manschette sozusagen, auch wenn es zurückgegangen ist, den Zahn stabilisieren. Das können wir machen. Und es ist nicht immer wichtig, manchmal müssen wir plastisch stecken, aber plastische Deckungen sind auch abhängig vom Spezialisten, wie routiniert der ist, wie oft er das gemacht hat. Sehr häufig wird gedeckt und es geht nach einem halben Jahr wieder an. Okay. Ne? Also,
nicht generalisiert als als einzige Lösung ansehen, sondern auch da erstmal schauen, was kann ich meinem Körper geben, damit er das selber erstmal wieder auch ein Stück weit in die Heilung bringt. Wenn wir so mit dem Zahnstein nochmal als letztes Thema vielleicht, ich selbst habe mal ausprobiert, wie es ist, wenn ich Vitamin K2 sehr hoch dosiert nehme, also nicht die sonstigen vielleicht 200 Mikrogramm, sondern wirklich im Milligramm-Bereich, und habe wirklich bewusst gemerkt, auch wenn ich jetzt nicht irgendwie Zahnseide oder sonst was nutze, dass es viel weniger Zahnstein bildet. Gibt es da sonst irgendwelche Tricks? Also wie gesagt, die Ernährung, es müssen einfach alle Zellen im Körper so genährt sein, dass sie alle Funktionen aufrechterhalten. Dann kriegen wir auch keinen Zahnstein. Ne? Also das mit dem K2 kannte ich noch nicht. Das ist also interessant, dass du das sagst. Haben jetzt auch einige andere probiert und haben das Gleiche berichtet. Super. Also was halt überhaupt allgemein für die Parodontal-, Zahn-, Fleisch-, Knochengesundheit extrem wichtig ist, ist das Vitamin D. Das K2 dann sowieso in Kombination. Aber aus meiner Erfahrung heraus ist das Vitamin C eben auch extrem wichtig, weil das Vitamin C eben die Kollagensynthese ankurbelt. Also wenn wir Zahnfleischrückgang haben, dann kann man auch wieder Kollagenfasern zum Wachsen bringen. Und das ist das Grundgerüst sozusagen von einem gesunden und straffen Zahnhalteapparat. Und ich habe schon in den 90er Jahren, war ich mal auf einer naturheilkundlichen Fortbildung, und da wurde uns schon empfohlen, 4000 Milligramm pro Tag Vitamin C zu geben. Gerade bei Parodontalpatienten. Ich habe sensationelle Verläufe gesehen und ich weiß ja inzwischen, dass in der Humanmedizin inzwischen ja Vitamin C hochdosiert über Infusionen geht. Also ich glaube, da ist es auch immer weitergegangen mit den Erkenntnissen. Also sowas ist zum Beispiel auch was ich jedem immer gerne mal empfehle, es auszuprobieren. Hochdosiert Vitamin C, und damit kann man auch viel, viel schon verändern. Wann ist jetzt noch irgendwas Neues geplant von Lebenskraft Pur in Co-Produktion oder gänzlich was anderes? Doch, das wird es wieder mit sehen. Aber das ist auch ein interessantes Thema. Das habe ich mir gerade überlegt, wo ihr davon gesprochen habt, mit Vitamin K2 hochdosiert oder Vitamin C. Als Hersteller bist du ja auch, musst du ja sehr aufpassen mit den Empfehlungen, die du gibst, weil du musst dich ja an die offiziellen Vorschriften, sage ich jetzt mal, halten, die von DGE und Konsorten kommen, und die sind, ja, also kann man jetzt halten davon, was man will, aber... Gibt es die Vorschriften überall oder nur in Deutschland? Nee, die gibt es schon auch. Also es gibt Länder, die sind liberaler, es gibt welche, die sind nicht so liberal, das ist, ja, unterschiedlich. Ja. Aber es gibt schon welche, die sind deutlich liberaler als wir, und wenn man sich auch mal die einzelnen Empfehlungen anschaut, jetzt aus Amerika oder vor allem auch Deutschland, es ist schon so, dass es auch gerade in Amerika oftmals neuere Erkenntnisse gibt und da die Empfehlungen einfach höher sind. Also da sind wir deutlich in Deutschland mit der DGE hinten dran. Ja, von daher dürfen wir halt nie irgendwie was Höheres empfehlen. Ja. Dafür brauchen wir dann euch, die dann eben solche Empfehlungen geben. Auch bei Fabian, auch bei dem Trafur, muss leider Gottes auf der Vitamin D-Flasche da draufstehen, meinetwegen 1000 Einheiten täglich nicht überschreiten, obwohl er, ich und jeder weiß, dass das eine Kleinkinds- bis Säuglingsdosierung ist, die dann bei den Erwachsenen wenig Effekt hat. Ja. Ja. Nee, aber jetzt nochmal zurück zu deiner Frage, was ist geplant? Es ist tatsächlich geplant mit Vitamin C. Es sind auch noch ganz viele Kooperationsprodukte geplant, der Karin, da geht es dann auch in andere Bereiche sogar rein, also sprich das chemiefreie Leben, so im Prinzip alles Konzept dahinter. Und da fällt natürlich auch die Körperhygiene, Kosmetik und so weiter alles darunter, und da planen wir auf jeden Fall auch schon. Richtung Deo vielleicht, war es vielleicht bestimmte Masken, die man verwenden kann, Beauty-Bereich, ne, so, solche Sachen. Das ist definitiv geplant, und ja, noch viele andere weitere Produkte, was wir gerade in der Pipeline haben, ist ein Moringa, ganz toll, also in so Dresslingen auch 100% Moringa ohne irgendwas. Was ist das Besondere? Noch ein, zwei Sätze auch, was Moringa ist. Also Moringa ist im Prinzip, da nimmt man die Blätter, das ist ein Baum, und man verwendet die Blätter, das sind
grasgrün, ne? Das ist wirklich dunkelgrünes Blatt und das ist einfach extrem vitalstoffreich. Also das ist, man kann jetzt nicht konkret sagen, das ist jetzt so ein das dafür bekannt, sondern es ist so ein Allrounder. Es ist extrem vitalstoffreich, viel Chlorophyll auch drin. Es ist einfach wirklich so ein typisches Superfood, auch wenn man es an jeder Ecke mittlerweile hört, aber es ist wirklich eins, es ist sehr, sehr vollgepackt. Und im Vorgespräch haben wir noch gehört, es klang an, dass es noch einen Kinderzahnspüler geben soll. Genau, ja. Genau. Aber du kriegst da relativ viele Anfragen. Genau, ich werde immer wieder gefragt, weil wir haben in den anderen Zahnpulvern immer ätherische Öle auch drin. Okay. Und so, man sollte sagen, also ab 3 kann man die Zahnpulver locker verwenden, ja. Aber dann kommt immer die Frage von den Eltern, ja, aber was mache ich mit meinem einjährigen Kind? Mhm. Ja? Okay. Und bisher habe ich dann immer gesagt, ja, misch es dir selber das Zahnpulver, wichtig ist dabei Xylit und man kann eben Natron und grüne Heilkreide zum Beispiel als Basis nehmen. Aber wie gesagt, viele sagen, oh, das will ich nicht und es wäre viel schöner, wenn es eben was Wertiges gäbe. Und insofern wird dann was auf dem Gebiet kommen, dieses Jahr unbedingt. Ja. Und also dieses Jahr mit dem. Das ist Video raus, das ist die Stimme. Das ist Video raus, das ist die Stimme. Also 2019. Ja. Ich weiß nicht, selbst den Tag, ich habe das nicht. Ja, und es kommen dann eben auch noch, kommt noch ein Yoga-Tee, der die Meridiane aktiviert und unterstützt. Sowas kommt auch noch. Also es kommen ein paar ganz spannende Sachen. Und was wir schon lange auf der Palette haben, wir wollen solche Pakete schnüren, ein Karies-Paket und ein Parodontitis-Paket, sodass Patienten, die jetzt zum Beispiel sagen, okay, ich habe ein hohes Karies oder ich habe ein Parodontalproblem, ich hole mir ein Paket, wo dann die Nährstoffergänzungen drin sind, die das sozusagen unterstützen, von der Nährstoffseite, auch Vitamin D drin, K2, grüner Grassaft zum Beispiel als Alkalisierer. Also verschiedene Dinge, die dann sozusagen in einem Paket drin sind. Ja, und Vitamin C. Quasi, ja. Das wird auch noch kommen als Zukunftsprojekt. Genau. Ne? Genau. Ja. Was ich noch ankündigen möchte, ist, dass verraten darf, dass ihr quasi am Wachsen seid und dass ich vorhabe, wenn ihr gewachsen seid, also sprich, wenn das neue große Gebäude dann steht von Lebenskraft pur, möchte ich dann auch mal mit der Kamera vorbeikommen und einfach mal filmen, wie es da so grundsätzlich abläuft, ohne jetzt alle Geheimnisse dann zu entlüften. Aber das ist ja das Sympathische, dass man einfach mal so einklicken kann, okay, da beziehe ich jetzt meine Produkte und was passiert da, wer macht sie, wer stellt sie her, wie wird es hergestellt? Sicher, ja. Also, genau, das wird definitiv möglich sein. Also auch für, wenn jemand in der Nähe wohnt, dass der auch vorbeikommen kann, wir werden oft gefragt von Leuten, die jetzt aus Karlsruhe kommen oder aus Umgebung, ja, kann ich es auch abholen, ne? Ich meine, ich verschicke das Paket oder so. Also so ein Lagerverkauf wird dann auch möglich sein. Das wird auch so solche Sachen, Seminarraum, wo man Seminare geben kann. Genau, ja. Ach, es gibt eine Seminarküche, ne? Genau, wird es auch noch geben. Auch tolle, ja. Kochkurse, dann dort machen. Genau. Okay. Ja. Schön. Ja. Habt ihr noch Anliegen, Fragen? Genau, dann in die Kommentare. Genau. Okay. Wunderbar. Nee. Ja, dann bedanke ich mich erstmal soweit zu dem Gespräch. Möchte auch gleich nochmal darauf hinweisen, dass auf dem YouTube-Kanal von Karin auch ein gewisser Teil oder auch noch was Zusätzliches dann zu sehen sein wird. Ich werde es dann auch nochmal in der Videobeschreibung verlinken, dass ihr da auch direkt zum YouTube-Kanal von Karin findet und natürlich zu Lebenskraft pur, aber ich glaube, kennen dann alle schon. Genau. Okay. Okay. Super. Danke. Tschüss. Ciao.